Es tut sich was. So. Chat? Seid ihr noch da? Gut, okay. So, erstmal wieder alles starten. Aber PC noch gestartet, ging wieder alles. Haben wir in der Zwischenzeit was zu essen gemacht. Toll. So. Waren wir stehen geblieben? Waren im Gespräch mit dem Dingens, ne? Ja, ich entschuldige mich für im Namen von Vodafone. Die haben uns da einen Strich durch die Rechnung machen wollen, anscheinend. Bei den Verhandlungen mit Herrn Dingsbums. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. So eine Scheiße, ey. Ich wollte eigentlich schon längst King angerufen haben. Ich bin vorhin bei Ella reingegangen. Die ist am Pennen. Und daneben liegt ihr Handy so voll deep. Die hat extra ihr Handy so schön aufgestellt, damit sie alles schön vom Bett aus beobachten kann. So. Das war das erste Mal, dass sie zugeschaut hat. Die kam, als das Stream startete, kam die hier rein mit ihrem Handy. Und dann war so die Musik so am Laufen vom Stream. Ich denke mir so, was geht denn jetzt? Hat mich voll nervös gemacht einfach. Ja, ist halt echt so. Ist echt ungewohnt dann, wenn man weiß, dass. Das habe ich aber auch, wenn ich weiß, dass Leute aus dem Real Life dazu gucken, ne? Dann ist man immer so ein bisschen nervös dabei. Und dann hast du auch noch so ein schweres Thema wie heute mit den Iren halt, ne? Mein gutes Käsebrot muss ich jetzt beiseite legen. Ja, glaube ich auch. Natürlich find ich mich immer cool. Ich finde sie ja auch immer cool. So. Yeah. Wo sind alle hin? War das wieder ein Traum oder was ist passiert? Wieder ein Blackout. Ah, Signor Napier. Wir stehen vor dem Italy. Ja, klar. Ich komme runter. Ja. Ja, klar. Ich glaube Ihnen gar nichts, Mr. Pellegrini. Alter Lügner. Gut, alles klar. Dann haben Sie vielen Dank für Ihr Kommen, Mr. Hill. Ja, kein Problem. Die Sachen mache ich fertig und dann schaue ich, dass ich
den Kollegen morgen auf jeden Fall irgendwie erreicht bekomme und dann gebe ich soweit alles durch. Ja, soll ich ihm denn direkt Bescheid sagen, worum es geht, oder soll ich mich mit ihm treffen und sie kommen dazu, oder? Ja, treffen Sie sich mit ihm. Und dann komme ich dazu. Alles klar. Dann war, denke ich mal, soweit alles besprochen. Ja, es sei denn, Sie haben noch irgendetwas. Nee, wir hatten gerade noch mal ein bisschen gesprochen bezüglich der Erreichbarkeit von Herrn Morgan, aber ja, gut. Das muss man natürlich irgendwie, ich sag mal, in einem gewissen Maße im Auge halten, gerade auch was Geschäfte angeht und so. Das ist natürlich dann immer ein bisschen praktischer, wenn der CEO erreichbar ist. Aber an für sich, ja. Das liegt nicht in meinem Ermessen, sagen wir es mal so. Naja, ich denke, in Zukunft wird sich dafür auch eine Lösung finden. Das ist, denke ich, auch so, ja. Ja gut, perfekt. Dann, ja. Sachel, falls wir uns nicht schon mal sehen bis Freitag, dann sehen wir uns spätestens am Freitag im Juni. Ja, ich denke mal auch. Alles klar. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, ja? Ebenfalls, vielen Dank. Ja, wünsche ich ebenfalls. Tschüss. Ja, ciao. Doch. Ja, okay. Wenn nichts weiter das ist, würde ich dann auch wieder langsam ins Erfahren gehen. Mit Wuko hast du ja gesprochen. Ich glaube, der hat dir gesagt das gleiche wie mir, ja? Wegen die King. Achso, wegen dem Angebot? Dass wir so schnell wie möglich mit Mr. King sollen reden. Am besten morgen schon, wenn ist er erreichbar. Das hat er erwähnt, dass das gemacht wird, genau. Und dann hat Pacino noch gemeint, was Wuko mir gesagt hat, dass wenn er ein Angebot jetzt von, also er schätzt, dass es 120.000 ja sind, dann würde er die Hälfte geben, oder? So korrekt, Sie unternehmen jetzt, glaube ich. Ja, richtig. Und dass die Sache mit den Leuten auf die Übersee, da meinte auch, hat Mr. Vukovic irgendwas angesprochen, dass da in Zukunft auch irgendwie, diese Sache wird anders angegangen. Aber das wollt ihr morgen dann mit uns besprechen. Ja, Vukovic hat mir auch kurz angedeutet, dass er, dass wir, oder dass Pacino die Härte der Schiene ab sofort fahren möchte. Egal, was in Zukunft ansteht. Inwiefern? Und da wird er dann wahrscheinlich, so wie Fahrrad gesagt hat, morgen darüber reden. Pacino hat sich angehört, als würde er, also er war nicht genervt oder gestresst oder so, aber es hat sich angehört, als will er in Zukunft die härtere Schiene fahren. Also, ja. Mehr dazu, denke ich mal, morgen. Endlich! Vielleicht kommen wir also auch mal jetzt, wieder mehr zum Zug, Mister. Ja. Wenn jetzt der King davor steht und sagt, ja, ich möchte 300.000, dann werden Waffen gezogen, in einen Kopf gehalten und dann fragen, wie war das nochmal? Und dann fallen ein paar Nullen weg von die 300.000 und damit bleiben 300 übrig. Genau. Verstehe. Ja, werden wir einfach mit Mr. King dann beginnen. Ich habe versucht, ihn anzurufen, aber ich bekomme ihn nicht mehr erreicht. Ich gehe davon aus, dass er morgen wieder erreichbar ist. Ja, hoffen wir. Gut, soll ich zur Not Ihnen allen schon mal die Nummer geben, damit... Oh ja, bitte. Ich habe die noch nicht. Gut, die Nummer ist 543-295. 543-295, ja. Gut. Wenn es da zu einem Treffen kommt, aber ich werde morgen da sein, wenn es zu einem Treffen kommt mit dem Mann, und der schlägt wirklich hochnäsig diese 120.000 da Dollar vor. Wenn wir sagen, ja, wir akzeptieren. Aber in Anbetracht, dass wir ihnen das Leben schenken, ziehen wir ihnen 60.000 Dollar ab. Das sollte Gebotschaft genug sein, denke ich, ja. Ja. Gut, und er wird sich an dem Abend noch entscheiden. Und wenn er sich nicht entscheidet, dann schälen wir ihm einfach die Haut vom Knochen. Gut, Alexa. Dann denke ich, Gentlemen, sehen wir uns morgen zurück um Unterzeit. Ja, alles klar. Dann bis morgen. Bei mir, ich habe es schon angedeutet, dass ich in den nächsten paar Tagen eher schwer zu erreichen bin, noch ein paar Sachen zu klären. Und nächste Woche bin ich dann auch ab Mittwoch dann in Italien, weil es meinem Vater etwas schlechter geht, als es ihm jetzt schon geht. Nachvollziehbar. Am Freitag bist du da wenigstens zu die Unicorn? Ich versuch's, aber ich kann's nicht verstehen. Ja, muss man schauen, wie es dir geht, bitte. Das ist kein Problem. Ja, genau. Alles klar.
Okay, alles klar. Dann wünsche ich noch eine angenehme Nacht und ja, man hört sich, sieht sich. Genau. Ja, sind es zu Fuß hier? Noch, ich laufe kurz runter und dann fahre ich mit dem Fahrzeug. Ja, das haben, haben Sie ein Fahrzeug, Mr. Napier? Ja, hinten steht es, glaube ich, oder? Hinten steht doch alles. Hinten steht noch der Cavalcade, das Schuhkarton. Und ja, aber ich werde gleich zu Fuß zum Pier gehen. Zum Pier? Zum Pier? Ja. Okay. Ja, dann passen Sie auf, dass Sie... Ja, Sie haben was dabei. Krawatte, oder? Die Krawatte sitzt gut, ja. Okay. Aufgrund der Tatsache, was ist gestern hier rumgelaufen? Ja, okay. Haben Sie mit Mr. Malone nochmal gesprochen? Ja, keine Auffälligkeiten mehr gewesen. Er war heute ganz kurz anzutreffen. Bei uns habe ich telefoniert, er hat ihn nicht nochmal gesehen oder gehört, aber er wird die Tage weiterhin die Augen offen lassen. Und sollte in die Augen fallen, dann wird er sich melden bei uns oder bei mir, je nachdem, oder bei Ihnen. Und Mr. Malone werde ich auch auf irgendeine Art und Weise für die Zukunft in die Augen behalten. Das wäre ich erst mal mit Eigeninitiative, oder wie das Wort heißt. Haben wir ja gestern wieder gesehen, bis dann ab hier. Der kann nicht nur mit Zahlen, der kann auch anscheinend ein wenig mehr als nur die Zahlen. Ja, ich verstehe. Okay, ich mach mich schon mal weg. Ciao, ciao. Pelle. Ciao. Pass auf, euch auf. Ich mach mich auch weg. Ein angenehmer Abend. Bis morgen. Mr. Pellegrini. Sie? Ich begleite Sie zum Auto. Ach so. Aber Sie wollen wirklich einen Spaziergang runter machen? Ja, durchaus. Interessant. Wie fühlen Sie sich mit der Entscheidung von heute? Um ehrlich zu sein, auf langfristige Sicht fühle ich mich gut, um ehrlich zu sein. Natürlich hat man direkt im Anschluss eher ein anfängliches, komisches Gefühl, aber wie Sie auch schon gesagt haben, man muss Entscheidungen treffen, ob sie richtig oder falsch waren, ob sie gut oder schlecht waren, das entscheidet im Prinzip die Zukunft. Aber es musste eine Entscheidung getroffen werden und ich denke, das war so ein größerer Schritt auch für meine Persönlichkeit, um irgendwo mal was überhaupt anzufangen, so, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, durchaus. Nun ja, ich bin vollkommen zufrieden damit. Okay, das ist auch schön zu hören, dass... ja. Gut, ich meine, ich verstehe, normalerweise sind wir keine Demokratie, aber der in Zukunft wird das auch. Das soll ja nicht die Regel werden, Mr. Pellegrini. Ja, eben. Es ist halt wichtig, dass jeder lernt, Entscheidungen zu treffen für die Zukunft. Wenn ich oder Mr. Pettino nicht da sind. Eben. Ich habe immer das Wohl der Familie im Vordergrund. Und ich habe das hoffentlich auch gut vertreten jetzt erstmal. Ja, mit Sicherheit. Was die Zukunft angeht, Mr. Pellegrini, habe ich sehr großen Respekt vor Ihnen. Ich denke, es wird auf kurz oder lang sehr wichtig sein, dass Sie in Ihren Aufgaben wachsen. Aber Sie sind auf einem sehr guten Weg dorthin. Ich danke Ihnen. Sie wissen ja von Anfang an, dass Sie seit Tag 1, wo Sie mir damals auf der Straße geholfen haben, die Kleinigkeiten mit der Axt, die Sie mir gegeben haben, schon von dort an meinen größten Respekt haben. Ich glaube, das wissen Sie auch. Auch wenn ich hin und wieder mal vielleicht für die, zeitweise Ausraster, für eventuelle Sorge. Aber das ist natürlich niemals persönlich. Ich bin froh, dass wir nicht auf der Gegenseite sind. Ich bin froh, dass wir hier als eine Familie agieren. Das wünsche ich mir für die Zukunft sowieso weiterhin. Ja, so soll es halt sein. Gut, alles klar. Perfekt. Dann noch einen angenehmen Abend. Ebenfalls und falls Sie ein Bedürfnis haben, jemanden abzustechen, dann denken Sie einfach, ich stehe hinter Ihnen mit der Axt und
lächle oder so. Okay, dann viel Erfolg und passen Sie auf sich auf. Ja, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Das Ganze ist für Pellegrinis Entwicklung viel wichtiger. So, ich weiß nicht, ob wir so einen großen Vorteil durch Aphrodonis haben. Klar, irgendwie auch in gewisser Maße Einfluss auf Vinewood. Aber sollten wir wirklich es schaffen, jetzt Horizon dadurch zu bekommen. Und die Männer sind in ihren Aufgaben ein bisschen weiter vorangekommen, dann ist das schon gut. Farkasch, danke für den Raid. Dankeschön. Steht nur da mit der Axt und redet oder lächelt. Ich nutze mir gerade ein bisschen, um mein Käsebrot zu essen. Pacino ist auch wieder da. Richtig gut. Also, wir werden jetzt auch mit Napier mehr Gas geben. Ich weiß jetzt nicht, was Pacino sich da vorstellt aktuell. Aber da werden wir noch sehr viel Fahrt aufnehmen bald. Scheiße, wir sind hungrig, ne? Ha! Zum Glück was mitgenommen. Die tote Ratte ist jetzt Napiers Glücksbringer. Den Namen wenigstens. Boah, wie hieß nochmal die Ratte von Harry Potter? Hier geht's weiter mit Chiro. Also du meinst Cherno wahrscheinlich. Chiro? Kretze war das, ja. Kann ich nicht sagen. Weiß nicht, ob er nochmal wiederkommt. Also, ob er nochmal wiederkommt. Keine Ahnung. Was die Gerichtsverhandlung gibt. Keine Ahnung. Ob er wirklich gesnitcht hat. Weiß ich nicht. Nennen Sie Hall, ist ja eine Ratte. Ja, habe ich auch überlegt. Oder Maxwell oder Reigns. Wobei Reigns... Na, wir werden sehen.
Wenn er irgendwann wiederkommt, ist er natürlich kein Verräter. Aber aktuell ist es natürlich strange, ne? Roger die Ratte. Alles Ratten außer Vuko. Lass ich mal so unkommentiert. Nein, Spaß. Richtig gut von Pelle heute. Bisschen ins kalte Wasser geworfen natürlich. Wieso ist Eddie von Homeland abgeholt worden? Boah, da fragst du mich was. Ich weiß es natürlich, aber ich sag jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Kann ich dir natürlich nichts zu sagen. Support-Dinge bleiben halt intern halt, ne? Aber es hat immer seine Berechtigung. So viel kann ich sagen. Hat ein bisschen Kacke in der Hose. Ja. Komm. Komm in der Welt der harten Verhandlungen. Meinst du, wie meine ersten Male waren, hier mit Napier irgendwo was zu verhandeln, wenn es wichtig war oder so? Ich kann ja auch... Das Ding ist so, ich kann ja auch sehr stur sein. So, ich finde, hier gibt es, also wie gesagt, wir haben das ja auch IC so gesagt, es gibt kein richtig oder falsch in diesen Verhandlungen. Ne? Natürlich hätte man sagen, man kann immer nachher sagen, es könnte mehr, hätte mehr rauskommen können. Ne? Aber ja, endlich über einem Jahr oder so neun, in der Familie so ein Gespräch. Wie meinst du, was für ein Gespräch? Jetzt gerade eben auf dem Parkplatz oder die Verhandlung oder was? Ja, als führender Gesprächsleiter halt. Ja. Ach ja, stimmt. Ja, also bisher war es ja immer so, dass alle Napier mal vorgeschoben haben, ne? Pacino hat ja Napier den Auftrag gegeben gehabt, die anderen mal mehr machen zu lassen. Klar, natürlich einzugreifen, wenn irgendwas ist, hätten wir natürlich auch hier machen können, aber ich habe es als wichtig erachtet, dass das getan wird. So, wäre es jetzt um LSR gegangen, so natürlich hätte man da noch mal ein bisschen mehr gucken müssen. Aber ich dachte mir, Aphrodonus ist auf jeden Fall eine gute Übung und es ist halt auch, man hat ja auch gemerkt, dass ja auch für Pelle da viel drin steckt irgendwie, ne? Und ich fand halt auch die letzten Wochen halt die Entwicklung und halt auch die Handlung von Pelle richtig stark einfach. Richtig stark. Also wenn Pelle jetzt aus Italien zurück ist, dann legen wir Pacino um und dann wird Napier Don und Pelle ist dann der Consigliere. Mit Nebbi hätten wir uns heute alle abgeknallt. Ja. Ich wäre schon krass stur geblieben, glaube ich. Ich hätte erstmal gesagt, Aphrodonus gehört uns. Und Horizon wird uns auch bald gehören. Es wäre wahrscheinlich auf sowas hinausgelaufen, ja. Also erst einmal.
Horizon gehörte ihnen zu 0%. Wie kämen wir denn dazu, ihnen einen Teil davon abzugeben? Wer hätte das gedacht? Sie kommen hierher und bieten mir einen Laden an, der nicht mal zu ihnen gehört. Denken Sie, wir werden mit Ihren kleinen Soldaten, die Sie da vorstellen, nicht fertig. Ich bin hier der König von LSR. Aber wenn man Horizon zu 100% hat, zusammen mit LSR, ist 100-mal wertvoller als Aphrodonus, zumal man sich immer noch umsonst einkleiden kann. Was langfristig viel Geld spart. Das hört sich mal lustig an, Mann. Zumal man sich umsonst einkleiden kann und das sehr viel Geld spart. So als wären wir so voll die Modehuren so. Die Iren sind mit Minus aus dem Geschäft gegangen. Ach, ich glaube, na, es geht viel ums Prinzip. Ich weiß nicht, was die Iren in Aphrodonus sehen. Aber sie haben halt ihre Mädels drin. Es kann natürlich auch sein, dass sie halt auch damit ihr Gesicht wahren, so ein bisschen, ne? Gibt es da gegebenenfalls kartellrechtliche Probleme vom DOL? Pff, also DOL soll mit ihrer Bürokratie mir nicht auf den Sack gehen, bin ich ehrlich. Als er meinte, wir können uns ja umsonst einkleiden, dachte ich mir auch so, what the fuck, ja. Pelle räumt den Laden. Er hat den Nick so, hier und kommen, so, alles immer weg. Sie, Mr. Ferguson. Ich war mit der Familie da und wir haben uns alle eingekleidet. Scusi. Die Dinger sind nicht günstig. Meinst du echt? Echt? So krass. Ich sag ja, wir holen uns einfach up to date jetzt. Noch dazu. Ist so. So. Pelle den Nix mit so einem Burrito irgendwo in so einer Ecke stehen. Psst, psst. Ah, hey. Brauchen Sie eine kleine Anzug für Ihre Babinos? Was macht Horizon eigentlich genau? Boah, keine Ahnung. Irgendwas mit Metall. Ja, gute Nacht, schlaf wohl. Warte mal, einer hat uns ja angerufen, den haben wir. Oh, ein Gast. Hä,
Herr Napier, schönen guten Abend. Ja, guten Abend, Mr. Schiller. Sie hat mich angerufen. Wie geht's Ihnen? Ja, tatsächlich wollte ich eigentlich nur mal gucken. Ich habe es tatsächlich am Sonntag nicht geschafft. Ich bin über meine Akten eingeschlafen, ich gestehe. Um zu prüfen, wie es Ihnen geht. Wir waren da ja auf Staatskosten unterwegs. Ja, ich verstehe. Nun, der Aufenthalt war eigentlich recht angenehm gewesen. Okay, gut, alles soweit geklappt, ja? Ja, durchaus. Ja, okay. Gut, ich hatte dann tatsächlich irgendwie noch einen Anruf von Ihnen dann am selbigen Morgen gesehen. War das noch irgendwas Wichtiges oder wollten Sie einfach nur kundtun, dass alles soweit geklappt hatte? Nun, ich hörte, es gab ein Problem mit ein paar Geschäftspartnern von Ihnen und der Polizei. Diesbezüglich wollte ich Sie in Kenntnis setzen. Können Sie da ganz kurz ins Detail gehen? Meine Geschäftspartner? Ja, durchaus. Die bezüglich der Altmetalle. Ja. Ja gut, aber wissen Sie, da ist tatsächlich sind die Geschäftskontakte natürlich sehr breit gefächert, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich hatte einige Geschäftsfreunde, so nenne ich sie mal, in dem Bereich. Möchten wir das vielleicht persönlich klären oder Jetzt zumindest nicht am Telefon. Ja. Wo sind Sie denn gerade? Ich wäre jetzt am Strand in der Nähe von Lolitas Bar. Ja, das passt ja. Ich bin gerade beim Pier. Ja. Also wie gesagt, wenn Sie jetzt hier diesen Weg da lang laufen, also würden Sie zum Lolitas Bar laufen. Ach so, dieser Strandweg, ja. Genau, die Promenade. Ja, alles klar. Dann bis gleich. Ja, bis gleich. Vielen Dank. Warum wollen die Iren die Pacinos unbedingt von Aphrodonus weghaben und bei Horizon auch nicht mehr zusammenarbeiten? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, Frage ist halt immer, wie viel was abwirft oder wie viel man meint, was abwerfen könnte. Ich glaube auch, sie haben gesagt, legale Verhandlungen mit King. Klingt für mich danach, als würde King jetzt die Tage Summe X aufrufen und die Iren würden dann wahrscheinlich mit dran verdienen. Das kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht ihre Kohle, die sie damals uns bei LSR abgezogen haben, vielleicht auch dadurch zurückholen möchten oder sowas. Also, dass Nate sich rausgehalten hat, das glaube ich nicht. Ich glaube dazu kein Wort. Ich glaube sowas nur, wenn ich es sehe. Darauf hätten wir uns auch nicht verlassen, wenn das so weit gekommen wäre. Ne? Also wir hätten das als eine Plan B-Option gesehen, aber Plan C würden wir schon in der Hinterhand haben müssen bei sowas. Das Lied von vorhin. Cold Conclusion. Von August Wilhelms. Son. Oh, habe ich das richtig ausgesprochen?
Dieren anrufen und sagen, nun haben wir doch lieber Krieg. Nee. Ich hätte Bock gehabt, auf jeden Fall. Ich glaube, das hätte für die Iren sehr böse geendet. Wir haben sehr starke Kontakte. Also grundsätzlich, Petino hat es ja auch gesagt, ich bin ein Freund davon, keine anderen Kontakte mit reinzuziehen. Wir hätten das wirklich gemacht, dass wir das intern als Gruppe vielleicht ein, zwei Leute dazu holen. So ein Tscherno, Dragan. Also natürlich alle Leute, die halt uns nahestehen und in Zukunft wahrscheinlich auch für die Familie sein werden. Ja, Tscherno ist vorbei halt, aber das, so war ja der Plan halt. Ne, und ich habe ja gesagt, wir kommen auf 12 Mann, wenn wir diese Leute hinzuziehen, so, ne? Ungefähr. Und mit diesen 12 Mann hätten wir dann Dreierteams gemacht. Das ist so mein Plan. Dreierteams und dann zack, zack, zack. Shadow ist nicht vorbei. Ich mache fettes Comeback. Du solltest erst einmal für die nächste laufende Woche chillen, kein Twitch, kein Discord, kein RP, Sport machen oder sowas. Ja, muss aber, keine Ahnung. Ich sag ja so, also jetzt hier, wo ich im Urlaub war, natürlich habe ich so ein, zwei Sachen immer mitbekommen, so, aber ich habe wirklich sehr viel, also was so IC drumherum geschehen ist, eigentlich eher weniger. Also nicht dieses Ausmaß. Das hat auch schon sehr gut getan. Ich müsste eigentlich mal hier rüber. Komme ich denn jetzt hier rüber? Ah, da ist er doch. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wie geht's Ihnen? Hallo, man kann sich nicht beklagen. Und Ihnen beiden? Das freut mich. Ja, mir geht's eigentlich sehr gut, ja. Bestens soweit. Danke der Nachfrage. Ja, sehr gut. Da haben Sie sich ja ein ganz schönes Örtchen ausgesucht. Ja, tatsächlich. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter spazieren gehen, aber Sie wissen ja, wie es manchmal bei den jüngeren Herrschaften ist. Ja, da fehlt die Ausdauer. Ja, durchaus, da sagen Sie was. Mal durchschnaufen. Ja, Herr Napier, Sie hatten da was erwähnt, was unter Umständen natürlich interessant sein könnte, was jetzt nicht ganz so auf meinem Schirm passt. Nun ja, mich erreicht eine Nachricht bezüglich, dass es wohl ein Problem gibt, einen Waffenfund bei einem ihrer Leute, welcher auch zufälligerweise ihre Sachen auch gewissermaßen lagert. Da man natürlich weiß, wie oft die Polizei vorschnell irgendwelche, Dinge ranzieht oder überstürzt irgendwelche Sachen inspizieren möchte, hielt ich es für richtig, wenn ich Ihnen so schnell wie möglich Bescheid gebe. Ja.
Also, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für diese Information. Allerdings kann ich dazu natürlich sagen, wir sind uns da sehr bewusst, wie wir unsere Sachen auch lagern. Da brauchen Sie sich keine größeren Gedanken machen. Aber wie gesagt, der Hinweis ist sehr nett von Ihnen. Ist mir tatsächlich zu Ohren gekommen, allerdings kann ich dazu auch sagen, dass das ein freier Mitarbeiter ist. Von daher gar nicht zu unserem engeren Kreis gehört. Bedeutet, ja. Unter Umständen kalkuliertes Risiko, so nenne ich es vielleicht mal. Ja, ich verstehe. Naja, natürlich waren mir die Ausmaße nicht bekannt, ja. So wirklich. Deshalb, naja, besser Vorsicht als Nachsicht, nicht wahr? Ja, Herr Napier, also wer kann davon besser reden als wir? Dementsprechend, ich habe auch gerade jemanden nochmal losgeschickt, einfach um, ja, damit wir hier entspannt reden können. Nicht, dass Sie sich da wundern, falls da gleich jemand kommt. Er prüft einfach mal für uns, dass wir auch ungestört bleiben während unseres Gespräches. Aber wie gesagt, darf ich nochmal fragen, wie Sie davon in Kenntnis geraten sind? Oder möchten Sie das gar nicht so... erläutern? Naja, Sie wissen ja, man hat ja immer seine Augen und Ohren überall. Ja, also prinzipiell ist das, Herr Napier, genauso wie bei mir. Ja, okay, verstehe. Ja, das war tatsächlich eine sehr unschöne Geschichte, auch wenn es nur ein freier Mitarbeiter ist, aber... ja, ich sage immer so zu meinen Mitarbeitern, sollte sich immer bewusst sein und immer im Klaren sein, was man macht, wie man etwas macht und was man unter Umständen auch bei sich trägt. Aber dafür ist jeder selbst verantwortlich und wie gesagt, die Lagerung ist tatsächlich mehrfach gesichert. Das heißt, ein Ausfall einer Person ist tatsächlich völlig irrelevant. Aber wie gesagt, vielen Dank, dass Sie da sofort auch an mich, uns gedacht haben. Naja, so ist es halt. Oder Geschäftspartner natürlich. Ja, definitiv. Also wie gesagt, wenn wir uns nicht mehr vertrauen können, ja. Hola. Hola. Alles okay soweit? Alles ruhig, ja? Ist ja alles ruhig. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn wir uns nicht mehr vertrauen können, ja, dann glaube ich, brauchen wir gar keine Geschäfte mehr machen. Ja, durchaus, da sagen Sie was. Ja, ansonsten, wie war Ihr Abend? Nun ja, mehr als erfolgreich, will ich behaupten. Okay. Aber weil Sie auch gerade da sind, tatsächlich mir zu Ohren gekommen, Herr Napier, vielleicht können Sie das einfach nochmal bestätigen. Sie hatten da eine größere Anfrage bei mir gestellt. Ist das so auch in Ihrem Interesse? Passt das soweit? Oder sollten wir da noch mal nachfragen? Eine größere Anfrage? Inwiefern denn eine größere? Naja, also von... Erzählen Sie ruhig, bitte. Insgesamt wurden 7 Spielzeuge angefordert. Was natürlich eine sehr ausgeprägte Summe ist. 7 Stück? Von wem wurde das denn alles angefordert? 2 von Herrn Farkas, die auch bekommen hatte. Und noch ein wenig Besteck. Herr Vukovic hatte noch 5 gefragt. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, Herr Napier, also prinzipiell ist uns das ja egal. Ja, allerdings sind diese Anfragen in diesen Größenordnungen kein Problem für uns in der Regel. Allerdings macht uns das natürlich ein bisschen stutzig, ob das auch generell so abgesprochen ist.
weil wir dann natürlich von Summen reden, die dann nicht unerheblich sind. Und wie gesagt, bei uns ist die Devise geliefert, ist geliefert. Deswegen würden wir da im Vorfeld das gerne nochmal gegenprüfen. Nun ja, 7 Stück sind auf jeden Fall ziemlich viele. Ich meine, wir sind ja auch bestens ausgestattet. Also hätten sie jetzt 5 an der Zahl gesagt, dann hätte ich das wahrscheinlich noch irgendwie nachvollziehen können, aber 7 definitiv nicht. Vielleicht war das nur unabgesprochen von den beiden Herrschaften. Ich kann es ihnen tatsächlich auch nicht sagen. Wie gesagt, der eine hatte mich den einen Abend da angerufen, auf 5 gefragt, unmittelbar danach der andere Herr bezüglich zweierlei, die ihm dann auch zugestellt wurden. Ja, ich verstehe. Das heißt also, 2 wurden schon ausgeliefert, ja. Das ist so richtig. War am Samstag vor einer Woche. Also jetzt am Samstag, entschuldigen Sie. Nun ja, 3 weitere könnte ich noch verstehen, aber 7 Stück an der Zahl, das ist ja schon. Ja, tatsächlich am 26. Hm. Also wie gesagt, Herr Napier, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Sie sind sehr gute Kunden und natürlich werden wir da auch, sobald es uns möglich ist, liefern. Ja, aber wie gesagt, es ist halt auffällig, diese größere Anzahl. Also da müssten wir natürlich dann auch vielleicht unter Umständen mal nachfragen, wo denn der Bedarf Ihrer Meinung da liegt. Nicht, weil ich Ihnen das vorwerfe oder weil ich Ihnen da nicht vertraue, aber prinzipiell sind natürlich diese Art Geschäfte nicht dazu gedacht, um dann unter Umständen ja, Sachen weiterzuverkaufen. Weiterverkaufen? Ja, wie gesagt, ich möchte das einfach nur nochmal ganz klar betonen. Nicht, dass ich Ihnen das unterstelle, aber bei dieser großen Zahl und wäre das natürlich nochmal ein Hinweis, der da gekommen wäre. Nun, sollte ich mir zu Ohren kommen, dass einer von unseren Leuten irgendwelche Waffen verkauft, dann sagen Sie, können Sie mir genauso gut Bescheid sagen, dann werde ich mich um die Sache kümmern. Aber wir haben kein Interesse, irgendwelche Waffen zu verkaufen. Wir sind ja nicht irgendwelche kleinen Straßendealer. Ja gut, also wie gesagt, nochmal, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich möchte das gar nicht hier in den Raum stellen, ja. Wie gesagt, nur die Zahl 7 ist halt ungewöhnlich hoch. Ja, wir liefern, also wenn Sie das möchten, ist das gar kein Problem. Wahrscheinlich nicht heute, aber wie gesagt, es war halt nur auffällig. Und sobald bestimmte Bestellungen auffällig werden, dann fragen wir natürlich auch mal nach, ja, freundlich. Nun ja, nach einer letzten Aktion sind auf jeden Fall ein paar Waffen verschwunden, beziehungsweise die waren zu heiß, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Deshalb könnte ich nachvollziehen, wenn es ungefähr 3 bis 5 sind, ja, aber 7 sind definitiv. Da haben wahrscheinlich die beiden entweder aneinander vorbeigesprochen oder anders kann ich mir das nicht erklären. Oder wie sagen wir immer so schön, die Männer wollten mal wieder shoppen gehen, ne? Das ist ja auch mal ganz interessant. Aber wie gesagt, Herr Napier, nicht, dass wir uns da auch falsch verstehen. Bitte, Sie müssen sich nicht rechtfertigen, warum Sie irgendwelche Sachen brauchen, ja. Das erwarte ich jetzt tatsächlich auch nicht von Ihnen, ja. Als langer Kunde bei uns definitiv nicht, ja. Das obliegt Ihnen zu entscheiden, wann Sie das eine oder andere kaufen. Wie gesagt, mir ist nur wichtig, dass natürlich auch bestimmte Interessen von uns da gewahrt bleiben müssen und bei so einer größeren Anzahl, wie gesagt, ich kann mir das auch nur vorstellen, dass die Herrschaften da sich nicht richtig ausgetauscht haben unter Umständen, ja, weil 7 ist dann ja doch eine Zahl, ja, die natürlich auch einen kleineren logistischen Aufwand für uns bedeuten würde. Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Vielleicht hatte einer der Männer irgendwie ein Take oder sowas, dass er unbedingt 7 Stück braucht, aber ich kann Ihnen sagen, 7 werden auf jeden Fall nicht benötigt. Mhm. Okay.
Also wie gesagt, zwei sind ja schon raus. Das wäre dann ja in der Theorie nur noch, wenn überhaupt die Bestellung so an sich noch offen ist, fünf. Das heißt, wir können da auch schon mal runterschrauben und wir gehen dann von maximal weiteren drei aus, richtig? Ja, das können wir gerne. Das heißt so, dass wir in der Gesamtzahl bei fünf wären. Ja, genau. Okay. So sollten wir es machen. Ja. Aber wie gesagt, Herr Napier, vielen, vielen lieben Dank nochmal für den Hinweis, wegen der Geschichte da von gestern, glaube ich, war das. Werden wir tatsächlich nochmal intern bei uns in die Prüfung schicken, so nenne ich das jetzt einfach mal, und werden den Sachverhalt natürlich nochmal aufklären. Auch wenn das nur ein freier Mitarbeiter war, aber ja, wir wissen ja, wie das ist. Auch eine Kette kann irgendwo zu dem Ursprung zurückgeführt werden. Unter Umständen. Ja, durchaus. Naja. Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie jemanden haben, der zu viel quatscht, sagen Sie mir Bescheid. Ich helfe Ihnen gerne dabei, jemanden die Haut abzuziehen. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für das Angebot. Sollten wir da Bedarf haben, ja, werden wir uns natürlich bei Ihnen melden. Ganz, ganz klar. Und eine Sache, vielleicht haben Sie mal was gehört von jemandem, der hier im größeren Stil Kokain vertreiben möchte? Wie gesagt, also nur wenn Sie das möchten, ja. Sonst mir jetzt nur herangetragen worden, dass es da etwas gibt. Nun, ich hätte bestimmt jemanden, der daran Interesse hätte. Zu kaufen oder zu verkaufen? Zu verkaufen wahrscheinlich. Okay. Mhm. Jemand, der auch wahrscheinlich die nötigen Ressourcen dafür hätte. Ja. Okay. Also da könnte man im Endeffekt, wenn man da zwei Geschäftspartner zueinander bringen könnte, auf sie zurückgreifen? Ja, durchaus. Perfekt. Super. Weil wie gesagt, wir versuchen natürlich auch unseren Geschäftspartnern... das war ja das Angebot auch meiner Veranstaltung im Endeffekt, zueinander zu führen. Ja, gut, wenn da die ein oder andere Provision natürlich für uns dann am Ende rausspringt, ist das nett, ja, aber nicht zwingend notwendig. Uns geht es darum, dass ja, unsere Geschäftspartner mehr oder weniger entspannt ihre Geschäfte vorantreiben können. Und wenn wir da zwei finden, die am Ende ein gutes Geschäft miteinander machen können, ja, haben wir alle was von. Ja, das verstehe ich. Wie gesagt, ich habe jemanden, der wahrscheinlich sehr großes Interesse dran hätte. Mhm. Okay. Ein leichtes Opfer. Ein leichtes Opfer. Gut, alles klar. Müssen Sie irgendwo hingebracht werden? Nein, in keiner Weise. Heute genieße ich die frische Luft ein wenig. Ja, genießen Sie die. Die ist hier wirklich hervorragend. Kann ich nur jedem raten. Das mache ich wöchentlich mehrfach. Lange, ausgiebige Spaziergänge. Da werden die Gedanken einmal frei und ja, auch die Lunge wird mal ein bisschen durchgepustet. Ja, weil leider sind die Straßen nicht mehr so sehr mit Leben gerade befüllt. Sehr ärgerlich. Vergeht mich auch die letzten Tage. Naja. Vielleicht sind die meisten tagsüber bei dem schönen Wetter draußen hier. Definitiv. Nein oder anderen sieht man hier mal den schönen Strand entlang joggen. Bietet sich natürlich am Mittag gut an. Ein leichtes Opfer. Ja. Ja, das tut es. Nun ja, gut, okay. Sollte irgendwas sein oder sollten Sie bei irgendwas Hilfe benötigen, dann sagen Sie mir gerne Bescheid.
Ja, genau so gilt das natürlich in die andere Richtung, Herr Napier. Wie gesagt, vielen Dank für das Angebot. Aus unserer Sicht natürlich auch für Sie. Sollten Sie da irgendwie das eine oder andere benötigen, nachfragen, kostet erstmal nichts. Ja, ich werde darauf zurückkommen. Hm? Nun ja, dann wünsche ich Ihnen noch vorerst einen angenehmen Abend. Ebenfalls, Herr Napier. Alles Gute für Sie, ja? Ebenfalls. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Adios. Oh, ein Gast. Jetzt wird er ausgeraubt. Hey, Amiga! Komm mal her, du blasser Typ. Shalom ist echt ein nicer Char einfach. Ja, ja, ist schon cool. Was ist eigentlich aus der Sache mit Chains und Sharpie geworden bei Shalom? Gar nichts mehr von gehört, fällt mir gerade so ein, ne? Hallo und guten Abend. Ey, meine Güte, Magnus! Danke dir für 10 verschenkte Abos. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Ah, ich hätte es beinahe verpennt, ey. Danke, danke, danke. Warte mal, gab es einen Hype im Chat überhaupt? Ja. Ah, Leute, ey, da müssen wir üben. Da müssen wir üben. Ich meine, okay, sind 20 vor 2, ne? Drücke ich nochmal ein Auge zu. Es ist spät und es ist warm und ja. Boah, Leute, soll ich mal was sagen? Die nächsten Wochen werden so unglaublich geil. So unglaublich geil. Ich darf nichts verraten, aber es wird so unglaublich geil. Kann man nur jedes Mal so sein. Das war so geil. Patinus pleite wegen Horizon. Nee, nee. Gut, mit Shalom konnten wir das auch schon mal regeln. Ja, hallo? Ja, guten Abend, Shane. Störe ich Sie gerade? Ich bin im Tauchkurs. Sie tauchen? In einem U-Boot.
jetzt an der Wasseroberfläche. Ach, wirklich? Wo sind sie denn getaucht? Um die Insel herum? Ja, faszinierend. Wie kommen Sie denn an ein U-Boot, Miss Haynes? Ich wurde eingeladen. Ja, wirklich. Mhm. Was könnten Sie denn alles dabei betrachten? Das würde ich Ihnen später erzählen. Später? Wir sind mittendrin. Ach, ich verstehe. U-Boot und Tauchen, ein Synonym für Down Under, Miss Haynes. Ja, dann können Sie diese Details auch für sich behalten. Einen angenehmen Abend noch. Danke gleichfalls. Ziemlich mitteilungsbedürftig, meiner Meinung nach. Langsam habe ich das Gefühl, dass fast jeder seine Höhlen vor dir fallen lässt, Joseph. Gestern erst diese kleine Göre in dem Whirlpool. Heute irgendwelche wilden Sexgeschichten aus einem U-Boot heraus. Was ist bloß aus dieser Menschheit geworden? Keine 10 verloren. Wilde Sexgeschichten im U-Boot. Sie hat es so ausgedrückt. Kevin sieht auch so, die sagen, wir sind verrückt. Ja, mittlerweile ist er halt auch recht. So, was steht morgen auf dem Plan? Horizon. Horizon, Horizon, Horizon. Und irgendwie, soll ich mal was sagen? Dass Pacino mit Vukovic weggegangen ist? Ich weiß nicht. Wisst ihr? Die Sache, dass ich weiß halt nicht. Ich frage mich, was die Männer bezüglich der Schleusersache erzählt haben. Nee. Es ist die Sache mit den Schleusern. Da werden wir Vukovic auf den Zahn fühlen müssen.
Horizon Zero Dawn. 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 Ich glaube, das ist sogar ein cooles Spiel, ne? Ich überlege die ganze Zeit nach einem coolen Spiel, aber... was man noch irgendwie so mal nebenbei mal zocken könnte, aber mir fällt einfach nicht ein. Denkst du, du kriegst das aus Vuku raus? Stimmt, ja, glaube ich schon. Sind Vuku und Napier in Rappler oder Starnier? Sie reden geschwind. Wolltest du zu dem Song nicht mal eine Antwort machen? Ja, der ist auch halb fertig. Aber der ist cringe. Der ist so cringe. Oh Mann, ey. Egal, du machst den. Oh nee, aber der ist echt cringe. Wie gesagt, also der... die erste Strophe ist fertig. Der Refrain fehlt noch. Danach kann man das eigentlich auch schon beenden. Zweite Strophe muss ja nicht sein. Ich sag's Edda. Nicht mal Edda kennt den, weil mir das so unangenehm ist. Ey, ihr wisst, ne? Ich werd Vater, ne? Meine Kinder können irgendwann im Internet nachgucken, was Papa gemacht hat dort. Irgendwann RP mit den Kids. Du glaubst, so ein Song wäre das Schlimmste? Wieso redet Papa immer da so komisch? Ja, das ist ja noch irgendwie... Ich würde es auch feiern, wenn meine Kinder sagen würden, sie möchten Schauspieler werden oder sowas. Finde ich auch cool. Würde ich fördern. Endlich raus aus den Klamotten, ne? Ah. Oh Mann, ey, will ich mir auch noch. Sieht so falsch aus. Warum? Wieso? Das ist ein Bademantel, Mann. Sieht denn an einem Bademantel falsch aus? Pelle hat dich beeinflusst. Ja, aber Pelle sagt immer so, oh, der Pellegrini. Oh, der ist immer so gut gekleidet. Aber wenn der Napier mal hier so ein bisschen Mode reinbringt, da sagt er dann so, sieht so falsch aus. Wenn dich jetzt hier jemand draußen sieht, ja, wenn ich sowas sage, ja, was haben sie mir gegen meinen neuen Look? Haben sie Todessehnsucht? Nepe nimmt niemand mehr ernst. Ach, spätestens wenn ich in dem Dingen, wenn ich jemanden in dem Ding einpacke und ihm dann die Peitsche raushole. Spätestens dann. So.
Dann lasst mich mal schauen. Ja, krasser RP-Tag. Sehr wichtiger RP-Tag tatsächlich halt auch. Auch mit allem, was da drumherum passiert ist. Sehr spannend halt auch für sehr viele Entwicklungen. Das muss man erstmal so an sich sacken lassen, was da passiert ist. Ich wurde von einem Maskierten mit Bademantel eingepackt. Er wollte, dass ich ihn mit Seife... Was? Dass ich ihm die Seife reiche? Klingt aber falsch. Ja, bück mich nicht. War schön, alle Pacinos mal wieder auf einem Haufen zu sehen. Ja, das war, ist auch sehr kurz gekommen in letzter Zeit, ne? Tja. Ich bin mal gespannt, was jetzt passieren wird mit Pacino. Was er jetzt für eine Richtung angeben wird. Das wird bestimmt echt spannend. Als Außenstehender ist alles auch einfach. Ist alles auch einfacher, als selbst das RP zu machen. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch damals, wo wir mit den Fratellis in Verhandlung treten mussten, ne? Mit Santana und so. Ey, what the fuck? Ey, das war schon. Das war schon. Das war schon. Eine Überwindung. Ne, und dann haben die auch noch so artig haben gesagt, so, wir waren dann so mal, ja, wir möchten nur mit Pacino sprechen, wir reden mit ihnen nicht. So, und du dachtest so, boah, Alter, wie komme ich jetzt da rum, so, ne, dadurch. War schon echt schwierig. Anders wiederum, mit anderen zu verhandeln, fand ich immer einfach eigentlich, ne, außer mit den Schleusern, da hat es irgendwie nie so geklappt. Eine Woche Sonne und Kalkweiß. Nein! Ich bin richtig braun. Man sieht das nur nicht. Warte, so besser? Nee, so ist schlimmer. Ich war vorher weißer. Echt jetzt. Ich habe eigentlich echt eine schöne Farbe. Warte mal, sieht man das so jetzt? Ich habe heute was Weißes an. Sieht man das? So ein bisschen, ne? Ich muss mal Bizeps ein bisschen hochdrücken. So. Ah! Wow! Nein. Nee. Ah. Mondbräune. Ja, genau, so nennt man das. Ich muss auch sagen, ich hab auch das erste Mal eine Sonnenallergie bekommen halt, ne? Hatte ich sonst nie. Aber daran merkt man auch, wie wenig ich mittlerweile in die Sonne gehe. Das ist schon, ja, krass. Naja. Gut, okay, ich muss schlafen gehen. Ich treffe mich morgen mit meinem zukünftigen Schwager. Erst einmal Druck machen. Also meine Schwester ist jetzt nicht verlobt oder so, aber es hat langsam mal Zeit. Nee, und der macht ein Probetraining bei mir im Fitnessstudio. Freue ich mich schon drauf. So, und wir sehen uns morgen Abend, 21 Uhr. Danke, dass ihr hier gewesen seid. Vielen lieben Dank für diesen krassen Support heute. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich schicke euch jetzt weiter. Ich guck mal gerade, wer um diese späte Zeit noch online ist. Cringe in einem U-Boot vielleicht noch? Ja, ich schicke euch nach Down Under. Sie glaube ich gar nicht gemerkt, weil ich. Was? Ja! Ah, sie meinten also Down Under, Miss Haynes. Ja, ganz genau. Okay. Alles klar. Gut, weil es heute ein so schöner Familientag war. Würde ich sagen, wir beenden es halt auch mit der Familie. Gute Nacht, schlaft gut, passt auf euch auf. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.